Let's go. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss diese Kombi mitnehmen. Okay? Oh, er kann auch KI hacken. Kunde kann eine Kampfdrohne holen, ja. Meine Angriffsdrohne draus. Ach komm. Das ist einfach die beste Waffe. Let's go. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Macht schon gut. Achtung! Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Wie auch immer, diese Geth sind jedenfalls kein Problem mehr. Aber Shepard, bedenken Sie doch. Wenn Sie diese Geth umschreiben, schließen Sie sich den anderen an und die Legion Geth werden stärker. Können wir Ihnen trauen, dass Sie uns nicht irgendwann angreifen? Warum haben Sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Es kann gegen die echten Geth jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Es sind Ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Umschreiben ist unethisch. Und dann los. Es sind nur Maschinen. Naja, ich sehe es pragmatisch, wenn wir ihnen helfen. Also in erster Linie stehen ja mal die Reaper als Feinde, ne? Und mit Stärke, mit mehr Geth wäre es natürlich besser für uns, um sie zu bekämpfen, haben wir eine bessere Chance. Zudem kann man ja auch so argumentieren, dass wenn wir ihnen helfen, also ich schmeiß jetzt mal alle Moral von Bord, ne? Also rein, was bringt was? Wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, können sie auch dankbar sein, dass, oder zufrieden sein, können vielleicht auch friedlich den Heimatplaneten der Quarianer verlassen. Von daher, ja. Ich tendiere dazu, sie umzuschreiben. Aber ich treffe jetzt noch keine Entscheidung. Weil umschreiben ist unethisch, ist so,
Es sind nur Maschinen, ist auch so. Deswegen, wir gehen mal los. Jetzt ist nicht die Zeit, das auszudiskutieren. Los, weiter, solange die Heretics abgelenkt sind. Die Geths sind inaktiv. Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardlink-Router. Da stehen sie, ja. Keine Rolle, ne? Ich muss, wenn ich hier weiter will, muss ich das zwangsläufig auch machen. Yep. Shepard, ich registriere verwertbare Ressourcen in den Geth-Verteilern. Wir könnten damit unseren Bestand aufbessern. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja, sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir Ihre Erfahrung, verändert zu werden. Das könnte aber nach hinten losgehen. Jede andere Spezies, die ich kenne, würde von einer derartigen traumatischen Erfahrung seelische Narben davontragen. Es ist nicht klar, ob man Geth überhaupt traumatisieren kann. Wir empfinden Schmerz nicht so wie Sie. Die Ergebnisse können wir nicht voraussehen. Gehen wir weiter. Ja. Ja, wenn es Sie traumatisieren könnte, könnte negative Folgen haben. Schwierig. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst einen Gefechtsturm. Übernehmen Gefechtsturm. Die waren super hilfreich, die Gefechtstürme. Zur Kenntnis genommen. Schon unterwegs. What? Ich wollte es eigentlich schnell machen, deswegen habe ich sie beide dahingestellt. Aber das war jetzt völliger Quatsch, Entschuldigung.
Warum sind die Heretics das gewesen? Die Crew ist Software, die über den Zentrum geht. Auf einer einzigen. Wenn sie das es gibt nur. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge. Ich verstehe. Ja. Jede andere Spiel. Gehen wir weiter. Ja. Gutes Gespräch. Ja, okay, dann setze ich mich irgendwo in die Ecke und knall alle von der Ecke aus ab. Schade, ich dachte, ich kann das schnell machen, stell sie hin, sie schießen drauf, gut ist, ich schieße bei meiner Seite drauf, gut ist. Aber ich wurde getötet von den anderen auf der anderen Seite, ne? Gibt es nicht noch zusätzlich? Ne. Ja, alles klar. Ja, passt schon. Okay, weiter geht's. Firewall durchbrochen. So nennt sich das also. Ich fahre damit gegen synthetische Ziele besser. Diese Geth-Schiffe oder die Anlagen sind sowohl beeindruckend als auch einflößend. Bisschen Angst einflößen, so Respekt einflößen, sag ich mal. Die Bots sehen die nicht, weil sie unsichtbar sind. Was für Bots. Hier sieht gut aus. Es ist halt alles zu hier, ne? Vielleicht kriege ich die Sachen, die Ressourcen so zusammen, ne? Wir wurden entdeckt. Ist über 15 Kilometer lang. Der Raum erstreckt sich vermutlich über die gesamte Länge. Not bad. Damit lässt sich was anfangen. Ah, mehr Schildstärke.
doch noch ein paar Ressourcen auf Vorrat holen sollen. Beeindruckend, was sie hier geschaffen haben. Jetzt müssen wir gucken, ob wir eine gute Positionierung finden. Weil das ist alles offen. Lass mich raten, auf der anderen Seite gibt es auch noch so eins? Ja. Ich weiß nicht warum, ich habe den Eindruck, dass man da nach hinten kann. Sind das Datenbanken? Prozessoren. Jeder enthält Tausende von Geth. Sehen die uns, wenn wir vorbeigehen? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als sie die Zellen in ihrem Blut. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Okay. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von Ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir Ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Das ist das, was ich meine. Eine andere Spezies ist einfach eine andere Person, ne? Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter? Ja. Oh, cool. Kettengefechtsturm. Übernehmen Kontrolle. Ist es das? Ja,
Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung ist verzeiht. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf übernehmen Gefechtsturm. Führen Sudo-Command aus. Alles muss man selber machen. Übernehmen Gefechtsturm. Schon unterwegs. Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Stirb doch endlich! Der andere? Hab ich den schon? Okay. Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Oh. Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Das ergibt keinen Sinn. Wenn sie das Recht auf ihre eigenen Entscheidungen haben, wie können sie dann vorschlagen, sie mittels Gehirnwäsche auf ihren Weg zu führen? Wir haben nur auf diese Option hingewiesen, sie jedoch nicht empfohlen. Die Entscheidung liegt bei Shepard Commander. Was hält sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in ihre Hand.
wenn ich sie umschreibe und sie Teil von ihrem System werden, hat er vorhin gesagt, dass es möglich ist, dass ein Trauma entsteht. Ja? Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass wir sie umschreiben und nachher sind sie einfach in ihrem System. Punkt. Sondern es ist für ihr komplettes System ist es ein Schock. Ich habe halt keine Ahnung, was das zur Folge haben könnte. Ich habe keine Ahnung, was der Schock schlussendlich oder was das Trauma schlussendlich auslöst. Also führt es dazu, dass sie sich nochmal abspalten, dass die schwierig zu sagen. Das könnte halt voll nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass es ja relativ viele Geth gibt, die ja noch gegen uns kämpfen. Gehen wir es pragmatisch an. Wenn wir sie vernichten, also wenn wir sie nicht umschreiben, sondern wir vernichten sie, dann haben wir 100% oder zumindest 100% die Geth auf unserer Seite. Zwar die Heretics als Feinde, aber die Geth auf unserer Seite. Wenn wir sie umschreiben, haben wir entweder alle auf unserer Seite oder es geht volle Kanne nach hinten los und wir haben niemanden auf unserer Seite. Das heißt, wir haben noch mehr Feinde. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit. Löschen. Die Geth sind unberechenbar. Ich finde es lustig, dass du sagst, die Geth sind unberechenbar. Verstehst du? Die rechnen ja, also da wird ja alles. So, zurück zum Thema. Nein, ich glaube, ich tendiere dazu, sie auszuschalten. Mir ist das Risiko zu hoch. Was bedeutet das für... Was bedeutet das für die Quarianer? Für die Quarianer bedeutet es... Für die Quarianer wäre es ja auch von Vorteil. Gut, wenn wir sie ihnen... Wenn wir sie umschreiben, dass sie dazugehören. Ja, die Chancen stehen besser für die Quarianer, dass sie ihre Heimatwelt wiederkriegen, wenn wir sie ausschalten und nicht umschreiben. Weil wenn das mit dem Umschreiben nach hinten losgeht, also ich habe davor wirklich Schiss. Ich habe wirklich Schiss, dass das nach hinten losgeht. Ich schalte sie ab. Es gibt keine Garantie, dass sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, richtig? Dass sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Bringe magnetische Antimaterie-Abfüllanlagen zum Kollabieren. Erledigt. Empfehle Rückzug zu Normen. Massenmord, du bist enttäuscht. Sie sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass alles andere Leben nicht lebenswert ist. Nur synthetisches Leben, nur ihr Leben. Sie haben den Krieg angefangen.
So. Nice. Okay, let's go. Commander, Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth durch die Zerstörung der Basis geschwächt, Shepard, aber sie sind immer noch eine Bedrohung. Ich werde nicht zulassen, dass Legion die Flotte gefährdet. Schöpfer Talisora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Ha, zum Glück bin ich so vorbildlich. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen. Was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Gut. Übrigens, wenn du den Vorbild- oder Abtrünnigen-Dialog nicht auswählen kannst, darauf die Loyalität eines seiner Mitglieder. Ah, echt? Das wäre mega böse. So, ich erkläre ganz kurz, warum mich dieser Satz Massenmord jetzt doch schon schockiert hat, dass du das so siehst. Die Geth ist ja nicht, das sind ja nicht mehrere Geth, sondern das ist im Prinzip ja, also es ist ein bisschen schwierig, aber ich stelle mir die Geth so vor, wie, es ist eine Person, ne? Die die zu mehreren Schlussfolgerungen kommt, dadurch, dass sie mehrere Eindrücke kriegt. Und die Geth ist aber an einem gewissen Punkt zu zwei unterschiedlichen Ansätzen gekommen. Und ab dem Punkt haben sie sich aufgespaltet in die Geth, also Legion, und die Heretics. Und ab dann wurde eine Person zu zwei, also die Gesamtsumme dann, hat sich gesplittet. Jetzt haben die Heretics aber mit vollem Bewusstsein sich den Reapern angeschlossen, organische Leben angegriffen, auch die Geth angegriffen, beziehungsweise sie haben Informationen von den Geth geholt, dass falls es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass da, ne? Das heißt, sie haben bewusst den Krieg gewählt und diesen Pfad gewählt und sind dieses Risiko damit natürlich auch eingegangen. Und aus der Logik heraus, von dem, was ich auch vorhin schon argumentiert hatte, ist es für mich dann klar, dass ich die nach einer friedlichen Lösung suchen, oder zumindest es versuchen, die Geth, dass ich die schütze, und die eine kriegerische Lösung suchen, was ihre Entscheidung war, dass ich die haben ja den Dialog nie gesucht, also die Heretics haben ja keinen Dialog gesucht, dass ich die auslösche. Jetzt kann man sagen, gut, sie wurden von den Reapern indoktriniert und was weiß ich alles, aber sind ja auch nicht alle zu dem Schluss gekommen, also die normalen Geth sind ja nicht zum Schluss gekommen, alles organische Leben auszulöschen, etc. Deswegen habe ich das für mich so entschieden und stehe da auch dazu. So, reden wir mal mit Legion. Shepard. Was geschieht jetzt mit den Heretics? Es gibt in isolierten Systemen noch viele von ihnen. Wir können nicht ausschließen, dass sie sich neu formieren. Es besteht also immer noch die Chance, dass sie wieder angreifen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und es würde in jedem Fall viele Jahre dauern. Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gibt es irgendeine Technologie, die Geth mit uns teilen können? Gemeinsame Entwicklung innerhalb bestimmter Grenzen ist zulässig.
Für den Download relevanter Daten brauchen wir allerdings Zugriff auf Ihr ULG-Kommunikationssystem. Edie, lassen Sie Legion mal eine Minute lang durch die Firewall. In Ordnung, Shepard. Hat er mich verarscht? Gef-Präzisionsgewehr. Oder haben wir dieses Upgrade schon? Commander. Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben Sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was Sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal übermittelt. Genau wie die Geth hörte die alte Maschine die Funksprüche der organischen Wesen ab. Sie wusste von unserem Krieg gegen die Schöpfer. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert. Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen, die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen. Wie haben Sie die Sovereign genannt? Nazara. So haben sich die Programme innerhalb des Reaper selbst bezeichnet. Der Name Sovereign kam von Saren Atarius. Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Die Sovereign war nur ein Schiff. Und Sie behaupten, im Inneren hätten sich mehrere Programme befunden? Ein Schiff, ein Wille, viele Bewusstseine. Wie die Geth. Wir haben Ihre Aufzeichnungen studiert. Die Sovereign hat Ihnen das auf Ilos gesagt. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Ein Zustand, der die Geth fasziniert. Wir sind auch eine Nation, aber nicht unabhängig. Getrennt zu sein, ist unsere Schwäche. Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen. Die Heretics, Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen. Ich bin überrascht, dass Sie sprechen können. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe, haben nur irgendwas gestottert. Wir bevorzugen direkten digitalen Transfer. Die Netzwerkkommunikation der Geth erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Ja, danke. Moment kurz. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben Sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was Sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert. Haben Geth eine Regierung? Nicht in ihrem Sinne. Wir alle sind Geth. Wir bilden einen Konsens. Das machen die meisten Regierungen. Regierungen organischer Wesen zwingen einen Konsens auf. In Autokratien sogar den einer einzelnen Person. In Demokratien entsteht er durch Kodierung des kleinsten gemeinsamen Nenners aller kursierenden Meinungen. Und was ist bei den Geth anders? Daten werden von allen Geth geteilt. Sämtliche Sichtweisen werden berücksichtigt. Konsens entsteht durch Verbreitung von Daten. Das dauert bestimmt recht lang. Bei organischen Wesen würde es das. Aber wir kommunizieren mit Lichtgeschwindigkeit. Ich bin überrascht, dass Sie sprechen können. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe... Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Mhm.
Ja, dann hatten wir alles schon. Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gemeinsame Entwicklung innerhalb bestimmter... Vielleicht später. Wir erwarten Ihre Befehle. Ich würde gerne etwas anderes fragen. Bereit. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Wir bilden gerade einen Konsens. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ich muss zurück an die Arbeit. Zur Kenntnis genommen. Ach so, das Scharfschützengewehr ist die Technologie, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Jetzt habe ich's. Ja. Yeah. Will ich noch kurz mit Miranda reden? Oder ist sie immer noch zu beschäftigt? Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit? Es gibt viel zu tun, Shepard. Zurück an die Natürlich, Arbeit. Commander. So, Tali natürlich noch. Wissen, was der Sache ist, Stand der Dinge.